Yo, meine Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie gut ist das Handyspiel? Und diesmal mit der App Angry Birds 2. Und ich will mal sagen, wir sind gerade bei Einführung, starten direkt hinein und ich bin mal gespannt, wie es aussieht, denn am PC leckt es ja gerne rum, ne? Deswegen gucken wir mal. Aber ich hoffe, ich mache mal kurz leiser das Ganze, denn meine Ohren, die, ja, werden wieder leicht komplett zerstört hier drin, aber okay. Gut, ich will mal sagen, das erste Level haben wir erfolgreich überstanden. Sehr schön. Und dann sind wir schon mal im zweiten Level. Es gibt Räume, okay. Das heißt, wir müssen die Räume nämlich ein bisschen... Also Angry Birds, so habe ich nämlich noch nicht so oft gespielt. Oder privat, ehrlich gesagt, sogar gar nicht. Tipp auf dem Bildschirm, okay. Das kenne ich noch. Und Pio. Oh, Dead Explosion, meine Güte. Okay, wir haben es geschafft, wie es aussieht, ne? Sehr schön. Dann geht es natürlich jetzt weiter, ne? Oder? Oder nicht? Oder doch? Ja, bestimmt. Auf jeden Fall sind es schon 3 Sterne. Sehr schön, weiter geht's. Wir fangen an mit dem ersten Level. Gehen hinein und gucken, was uns hier drinnen erwartet. So, ich will mal sagen, wir zerbrechen unten das Ganze einmal, denn Glas und so ist auf jeden Fall... Bam. Erfolgreich überstanden, glaube ich, ne? Oh, da fliegt noch der eine rum. Oh, der wurde getroffen. Ja, High Five, auf jeden Fall. Nächstes Level. Okay, wir haben auf jeden Fall 2 Level, gut zu wissen. So, da muss ich mal schauen. Wir haben, wie viele Versuche haben wir denn? 1 oder 2 oder mehr, oder? Wir haben da oben auf jeden Fall einen TNT-Block. Ah, ja doch, alle erwischt. Sehr schön. Wir spulen das Ganze natürlich vor. Und bekommen dafür auch wieder 3 Sterne. Großartig. Wir haben einen Schlüssel gefunden und können, so gesagt, damit einen Vogel befreien. Wen befreien wir denn? Wir befreien... Komm, den gelben. Wie es aussieht, sind wir jetzt also hier im Übungsmodus. Und ich guck mal. Einmal so. Ich glaube, der kann sich doch in 3 teilen. Tippe auf dem Bildschirm. Okay. Ah, ne, der kriegt Speed. Ah, der hat sein Speed, okay. Das ist der, der sich teilen kann, ist also ein anderer Vogel, okay. Level Nummer 2. Und jetzt haben wir auf jeden Fall 2 Vogel frei. So, machen wir mal so. Und mit Vollgas. Einmal durch da. Ja, perfekt. Ja, moin, wie der da einfach vorbeigeflogen ist. Nicht schlecht. So, wir haben es geschafft. Nächstes, ja, ich sag mal, Level, Spielmodi. Hinterher. Komm, nehmen wir nochmal den hier mit Speed. Schön mit Speed durch einmal und... Easy. Und wie der da runterfliegt, meine Güte. Ja, großartig, würde ich mal sagen. Wie viele Sterne? 3 Sterne, natürlich. Auf zu Level 3. Gucken wir uns mal hier dieses Level an. Eine Bonuskarte zu erhalten, okay. Das heißt, wir nehmen wieder den schön mit Speed. Und auf geht's. Ah, ich würde mal sagen, erfolgreich. Auf jeden Fall erfolgreich. Volle Punkte. So, auf geht's. Das nächste hinterher, da nehmen wir... Ja, komm, nehmen wir mal den hier. Und... Chaka. Jawollo. So muss es aussehen. Genau so und nicht anders. Und natürlich auch wieder 3 Sterne. Jawohl. Level 4. Mit wem fangen wir denn an? Wir fangen mit dem hier mal an. Ja. Und dann will man sagen, einmal so und durch mit dir. Chaka. Wir machen noch immer bis Level 5. Weil auf Level 5 wartet auf uns eine Überraschung. Oder ihr seid irgendwie so ein Luftteil. Und mich interessiert natürlich, was das ist. Und euch bestimmt auch. Deswegen spielen wir mal bis Level 5 durch. Und dann gucken wir mal. Dann nehmen wir mal den hier. Wir machen das einmal so und dann... War jetzt nicht erfolgreich, auf keinen Fall. Deshalb machen wir das einmal so, nehmen den mit Speed und... Das sieht doch erfolgreicher aus, auf jeden Fall. Spulen das Ganze vor und erhalten selbstverständlich 3 Sterne. Genau das meine ich nämlich, ne, mit Level 5, mit dem einen, ja, ich sag mal, Boot oder so ein Fliegeboot, keine Ahnung, was das ist. So, bin ich natürlich sehr gespannt, was uns da erwartet. Wir haben unten eine Schatztruhe.
Und ja, worauf wird denn das überhaupt gehalten? Das ist eine gute Frage. Und machen wir es einmal kurz so zum TNT-Block. Lol, ich habe meine Fähigkeit verkackt. Och nö. Okay. Was passiert denn da jetzt gerade? Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also. Aber auf jeden Fall voll verkackt. Hier, Moment, jetzt holen wir mal den nächsten ran. Ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch jetzt nicht. Oder? Oder doch? Ja, moin. Wie auch immer ich das noch geschafft habe. Aber ich hab's geschafft, immerhin. Weiter geht's, würde ich mal sagen. Zu dem nächsten Level. Und hier drinne, das sieht aber auf jeden Fall auch nicht viel besser aus. Da ist der Typ, den wir, ja, ich sag mal, erschlagen müssen. Keine Ahnung was. Dieser Boss ist stark. Okay. Der hat hier oben seine Leben. Ja. Und dann schau ich mal. Und da kommt aber TNT angeflogen. Jawohl. Ich glaube, wir haben ihn zerstört. Strike. Ja, sehr schön. So muss es aussehen. Ja, hat der wohl gedacht, ne? Nicht mit uns. 3 Sterne. Und dann das sowieso. Und eine Truhe. Hinterher. 75, ja, Perlen. Keine Ahnung, was das ist. Fertig. Oh, da ist sein Kumpel, Großvater. Keine Ahnung, wer das ist. Auf jeden Fall bearbeiten wir so Level so weiter, bis wir zu dem nächsten Boss kommen und immer weiter. Ich glaube, bei Level 10 kommt er, glaube ich, an, ne? Genau. Level 10, Level 15, irgendwie sowas. Und dann würde ich mal sagen, kommen wir eher mal zum Fazit. Ich würde mal sagen, das Spiel ist auf jeden Fall empfehlenswert, denn es macht Spaß. Wir bekommen ja keine Werbung, zumindest nach dem 5 Level, keine Werbung bekommen, was auch ein dickes Plus mal wieder ist. Denn sowas oder solche Spiele sind natürlich am allerbesten, wenn die keine Werbung haben. Wir haben hier oben 5 Level oben Leben oben rechts, ne? Heißt also, wenn wir die 5 Leben oder 5 Games verkacken, müssen wir warten, bis wir Leben bekommen und dann können wir es wieder weiß spielen. Gut, ist zwar eine schöne Umsetzung oder eine schöne Idee, aber geht natürlich gewaltig auf die Nerven, wenn man immer wieder warten muss. Ne? Das ist ein Nachteil, aber im großen Teil auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, und damit würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann leider Daumen nach unten. Aber bitte kommentiert in den Kommentaren, wieso, weshalb, warum. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein.